Hallo. Du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Haben wir auch Hausaufgaben? Wir haben ein Buch gesammelt. Und dann schlossen sich die Werwölfe den Kobolden. Wart ihr dabei? Beim Aufstand von 1750 und am Ende war dann Albert Boot der Zaubereiminister. Na, wenn das nicht der Poltergeist. Ah, wie lustig! Ich bleib noch ein Quent! Boot ist es. Auf den Jungen, der Brief geblieben ist der Brief. Es war Albert Boot. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Das finde ich auch großartig, dass der hier ist. Ich und Keck? War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Erstens Boot, erstens Fleck. Es reicht. Oh, mach das nicht. Das muss doch nicht sein. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gore. Peeves, der Poltergeist. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Da haben wir ihn mal kennengelernt. Okay. Interessant. Warum glaube ich ein Einhorn? Einhorn plus 4, 1, 2, 3. Das ist der Salamander. Aha. Ach, 12. Ich muss herausfinden, wie viel... Okay, verstehe ich nicht. Revelio. So, dann würde ich mal sagen, als nächstes Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nebenaufträge sind verfügbar. Okay. Bibliothek hier, Bibliothek, Astronomieflüge, Südflüge. Kommen wir früher oder später noch hin. Okay, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da geht's lang.
Classic. Finde ich sehr schade, dass wir uns hier nicht hinsetzen können. Mal ein bisschen Musik genießen können. Okay, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ist das alles? Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wilderer-Ring in Ost-Wales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der klassische Musik eigentlich nicht. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun. Üben wir, was wir gelernt haben. Nee, was heißt fangen wir mal klein an. Also, klassische Musik. Also, ich finde sie nicht schlecht, aber... Also mögen, würde ich jetzt nicht sagen. Also gibt es deutlich interessantere Musikrichtungen. Also kann man sich anhören, aber wenn ich die Wahl habe, ziehe ich andere Musik vor. Levioso? Ist das nicht Wingardium Leviosa? Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein Überraschung. Gut. Nun zum Basiszauber. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Ein Sliver. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird ein Kinderspiel. Protego.
Protego? Das erschwert die Dinge. Levioso! Protego! Lass dich doch mal hinaus. Hast es bemerkt. Danke. Levioso! Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Das ist doch schon dein erstes Duell. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Ha! Besiegt. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Nein, ich teile nur aus. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Hufflepuff. Wie viel? Danke, Professor Hackett. Ich freue mich alle über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Aha. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Und dieser Raum ist ja sehr bekannt. Aus Harry Potter, aus dem Harry Potter Film. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Ja. Schlösser knacken machen wir später. Gute Arbeit. Ah, eine eiserne Jungfrau. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Nee. Ungenehmigt? Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Ja, damit Schüler im Dunkeln bleiben. Auf so vieles sind wir angeblich nicht vorbereitet. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Ja. Dann mal bis schon. Bald. Auf Tag abgeschlossen, du bist schon eine Verteidigung, die du gewinnst. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, die Schnellreisedinger werden wir selten nutzen. Ich laufe lieber durch Hogwarts.
Aufträge. Grüßen ihn nach dem Unterricht. Okay, da brauche ich noch eine Stufe, die ich noch nicht habe, wie es ausschaut. Ich hab Stufe 3. Ah, wir haben Handschuhe. Die liegen in der Raumhand. Tja, können wir irgendwie nicht ausrüsten. Oder doch? Ausrüstungsmenü. Wir haben doch den Auftrag. Müll kostet aber noch nicht. Achso, wir verfolgen den schon. Sollte ein Mondkalb die Leitung übernehmen. Große Halle. Südflügel. Ich frage mich, ob wir irgendwie auch andere Gemeinschaftsräume aufsuchen können. Der Gryffindor-Turm müsste hier in dem Turm sein. Jetzt stoßen wir irgendwann mal auf den. Was ist das für ein Turm? Und dann treffen wir zufällig auf. Versucht jemand den Gestank zu beheben? Auf die Räume. Ein bisschen Geld. Ich weiß auch nicht, wofür wir das brauchen werden. Wahrscheinlich noch das Miet, wenn wir das für Einkäufe brauchen. Meine Mutter hat einen Heuler geschickt für mein Ungenügen beim Verwandlungs-ZAG.
bin ich falsch gelaufen. Genau, ob der Schulleiter gerade anwesend ist, aber wir sagen ihm, wie sehr sie. Revelio. Das ist doch ein Handbuchseiter. Gemälde von Ilius. Handbuchseiten. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Ilius. Bekanntermaßen sein ganzes Dorf vor einer Armee von Dementoren und dem schwarzen Magier Rakshidan rettete, indem er einen Marus Patronus beschwor. Aha. Ein Held. Spooky. Das Gefühl, ich laufe im Kreis. Verwandlungshof. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Das ist richtig, Professor. Aha, als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Aha. Professor Ronan hat sowas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Na, unbedingt. Sie sind im Unterricht das gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Bin bereit, nach Hogsmeade zu gehen. Ja. Gut, jetzt sind wir hier, um das zu machen. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält.
Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Auf jeden. Auftrag abgeschlossen. Genießen Sie nach dem Unterricht. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Hausaufgaben. Naja, ist ja Zauberkunst. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen. Wenn du sie erfüllst, die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist die Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Ich will unbedingt nach Hogsmeade. Oh, eine Sonnenbrille. Hogwarts erkunden muss auch sein. Wieder mal auf Abenteuertour? Oh, Katze. Oh, süß. Gut, die erstmal den Minderjährigen sagen, dass sie so ein Bier trinken. Butterbier, Männer. Butterbier. Butterbier ist alkoholfrei. Wie jeder weiß. Ah, da sind sie. Das heißt nur Bier. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ein Butterbier ist ein wirklich nützlichen sehr Zauber. Süßes. Der Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert ich würde es nicht Milchgetränk eins. Nennen. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Aha. Wofür diese Aufgaben? Dumme Frage. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Okay, Reparo. Revelio. Hab ich doch was gesehen. Rüyanbrunnen. Okay. Professor? Warum muss ich diese Aufgaben erledigen? Mit Hilfe dieser Aufgaben sollen Sie praktische Erfahrungen im Umgang mit neuer Magie sammeln. Viel Glück, wir sehen uns bald wieder. Ihr übt auch schon. Professor, das wollte ich nicht. Warum muss ich diese Aufgaben erledigen?
Mithilfe dieser Aufgaben sollen sie praktische Erfahrungen im Umgang mit neuer Magie sammeln. Ja, ja. Viel Glück, wir sehen uns bald wieder. Ich nehme ein bisschen Abstand. Hier bin ich richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Wo wohl? Okay, ich glaube, ich muss das hier. Reparieren. Aha. Ich muss doch aber erstmal das Reparo. Revelio. Oha, was haben wir denn da? Revelio! Ein Portschlüssel. Auftrag, ich habe nicht richtig verstanden. Monksmied machen wir später. Reparo. Okay. Wait. Dann war der Knarre. Kruzio und Jamba Imperio. Ich kann mal freischalten. Interessant. Was haben Sie jetzt vor? Hier muss irgendwo eine fliegende Seite sein. Mhm. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ja, ich habe gerade eine fliegende Seite zu. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ja, das wäre echt schön. Das wäre. Wie wär's mal damit? Ob mir eine freundliche Seele hilft? Hätten wir uns. Sieg über Cello.
Ja, ich bin einfach nicht drauf gekommen, Archon zu wenden. Es ist einfach, ja, das war gerade ein bisschen blöd. Geht auch noch eine Runde. Geschafft. So macht man's. Nur gar nicht so schwer. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Ein neuer Zauberspruch. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Also, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische. Hat sich vor. Angeblich stellt sie. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Aha. Professor Wolens Aufgabe. Stufe 4.